Wir gehen heute auf Wohnungssuche, gründen ein Startup und erobern damit die Finanzwelt und besuchen eine österreichische Kaiserin. Außerdem fliehen wir vor Reportern, Fans und unserer Ehe. Jetzt beim Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der dieswöchigen Shots-Ausgabe des Telestammtischs. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei, mal wieder, ist die liebe Theresia. Hi. Hi, hallo. Und wir haben heute eine kleine, feine Ausgabe, weil der große Star diese Woche, Thor 4, Love and Thunder, der wird sein eigenes Special bekommen. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr dort gerne reinhören. Aber wir besprechen heute so alles, was im Kino oder im Heimkino startet und sich traut, gegen Thor 4 anzulaufen, was ich ehrlich gesagt nicht besonders früh ist, aber was auch verständlich ist. Was auch nicht besonders fair ist. Das stimmt, ja. Und ja, wir machen das heute nicht ganz alleine, wir haben zwei Gäste. Und den ersten darf ich jetzt gleich begrüßen, den höre ich auch schon hinten scheppern, das ist nämlich der liebe Werner, hi. Moin, moin. Und du, Werner, hast einen der wenigen Filme gesehen, die sich heute oder diese Woche anlaufen trauen, und nämlich Vier Wände für zwei. Magst du uns kurz erzählen, was es geht? Ja, genau. Also in dem Film geht es um die Sarah, die verheiratet ist, aber nicht so ganz happy und sich eine eigene Wohnung kaufen möchte. Da findet sie dann was Wunderschönes, aber da gibt's ein Problem. Und zwar wohnt da noch eine alte Oma, die Lola, drin. Und bevor diese Lola nicht stirbt, kann sie die Wohnung nicht haben. Und ja, da entwickelt sich dann so eine gewisse Freundschaft. Und ja, mehr gibt es da nicht zu verraten, ohne zu viel zu spoilern. Ist es dann eher eine Komödie oder dann eher ein Drama? Ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also größtenteils würde ich sagen Komödie. Allerdings hat der Film durchaus auch einen ernsten Ansatz und die ein oder andere Botschaft über das Leben. Okay. Ich meine, ich habe den Trailer gesehen und den fand ich an sich eigentlich ganz lustig und auch von den Figuren irgendwie interessant, aber es hat auch ziemlich, ich sag mal, klischeebehaftet so von den Rollen ausgeschaut. Ist das so oder kommt das nur im Trailer so rüber? Nee, also da hast du in allen Punkten vollkommen recht. Also die Rollen, die sind jetzt nicht wirklich irgendwie besonders, sondern wie du gesagt hast, total klischeehaft. Man hat halt eben die reife alte Dame, die alles besser weiß. Man hat dann die jüngere Dame, die halt eben noch das ein oder andere übers Leben lernen muss und ein bisschen unglücklich ist. Und ja, das Ganze hat allerdings eine gelungene Dynamik und vor allem die Oma, die dann halt eben ein bisschen über die Stränge schlägt und dann halt eben auch mal die ein oder anderen Drogen zu sich nimmt und Alkohol trinkt. Also ja, das ist trotz Klischees eine sehr gelungene Mischung. Okay, also so typisch, so die Älteren können noch von den Jüngeren was lernen und die Jüngeren wahrscheinlich auch von den Älteren dann, und wahrscheinlich ist es dann auch im Film so ein Gleichgewicht irgendwie, dass sie beide voneinander dann lernen und... Ja, genau. Also es ist eine einfache spanische Komödie, nichts Weltbewegendes, aber trotzdem etwas, was man meiner Meinung nach absolut empfehlen kann. Also wenn man die ersten 10, 15 Minuten überstanden hat, die sind ein bisschen zäh, da hat man sich gedacht, oh Gott, was wird das für ein 0815-Film? Wenn man die hinter sich bringt, dann entwickelt der Film wirklich seinen ganz eigenen Charme, macht Spaß. Und ja, der Kinosaal hat teilweise ordentlich gelacht. Also ich durfte ihn in der Sneak Preview sehen, ne? Also der Saal war recht voll und da gibt es durchaus die ein oder andere Szene, wo richtig gut gelacht wurde, ohne dass der Film dabei irgendwie, ja, langweilig wurde im Nachhinein. Das hat super funktioniert. Okay, also wenn man keine Lust auf Marvel hat, dann vielleicht doch eine gute Alternative, vor allem vielleicht auch im Kino, wenn dann wirklich mehr Leute dort sind, vielleicht nochmal bessere Wirkung, wenn man alleine auf der Couch schaut. Ja, auf jeden Fall. Also wer sich ansatzweise für diesen Film interessiert, dem kann ich nur sagen, schaut ihn am besten so früh wie möglich an, weil je länger er geht, desto leerer wird der Saal in den kommenden Wochen. Und das macht dann natürlich auch ein bisschen, ja, den Spaß kaputt, sage ich mal, weil Komödien, die machen in einem vollen Kinosaal eigentlich am meisten Spaß, finde ich. Ja, das
Ist, glaube ich, generell so, mit vielen Leuten Sachen schauen ist immer lustiger als alleine. Ja, Horrorfilme ist manchmal so eine Sache, da wünscht man sich dann eher Ruhe im Kinosaal. Aber das ist dann wieder eine andere Welt. Das stimmt. Es klingt nach einem netten Kinoabend. Also vielen Dank dafür, dass du dir diesen Film angeschaut hast, du denn das nie gewesen bist. Klingt, also ich fand den erst sehr interessant, also den schaue ich mir vielleicht auch irgendwann noch an. Also mich hat der Film auch, also auch wenn es vieles davon bekannt vorkommt, hat der Film, klang er doch auch irgendwie interessant. Ist er auch wirklich. Also allein für die Oma ist es wert, ins Kino zu gehen. Alles klar. Verkaufsargument Oma, das können wir so auf die Box drücken, glaube ich. Ja. Ja, dann schon mal vielen Dank, Werner, für, dass du unser Gast gewesen bist. Dann bist du auch schon wieder quasi entlassen und kannst den Abend noch genießen. Und ja, ich hoffe, wir hören dich beim nächsten Mal wieder. Also ich komme bestimmt wieder. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und auch ich sage danke. Ciao. Ja, ciao. Ciao, ciao. So, dann kommen wir zu dem Film, den ich gesehen habe. Und zwar ist es, heißt der Film Corsage. In dem Film geht es um, um die österreichische Kaiserin Sissi. Kathi, ich weiß gar nicht, warum ich den Film geschaut habe. Eigentlich hat man tauschen müssen. Das ist eine sehr starke Unterstellung hier. Nur weil ich Österreicherin bin, heißt nicht, dass ich Ahnung von Sissi habe. Ja, vermutlich habe ich dann doch noch mehr Ahnung wie du. Genau, und zwar ist es auch eine europäische Produktion, also da waren sehr viele Länder beteiligt. Die Schauspielerin ist auch eine luxemburgische Schauspielerin, heißt Vicky Krebs. Ich hoffe, ich spreche den Namen auch richtig aus. Und auch die Regisseurin ist deine Landesgenossin, nämlich Österreicherin, Marie ja. Kreuzer. Und der Film wurde in Cannes uraufgeführt und der Film spielt eben, ja, also fängt im Grunde an mit dem 40. Geburtstag von Sissi. Und 40. Geburtstag, 40. Lebensjahr war zur damaligen Zeit so, fies gesagt, die Lebenserwartung der Frauen in der Zeit. Von daher also war Sissi mit 40 schon alt. Das heißt, ich habe nur noch 2 Jahre. Ja, das klingt deprimierend, ja, wenn man es so sagt. Ja. Und sie hadert eben so ein bisschen mit ihrem Bild. Also einerseits kommt sie damit nicht zurecht, dass sie eben älter wird, dass sie eben nicht mehr so jung und schön und vital aussieht, wie sie es vielleicht früher gewesen ist, und hat deswegen eben ihr straffes Tagesprogramm und ihr Sportprogramm und so weiter und hungert sich wirklich ziemlich herunter, und das sieht man ihr auch an. Also so die ersten Bilder von ihr habe ich mir gedacht, okay, du siehst wirklich nicht gesund aus. Und wie gesagt, damit hadert sie auch. Und andererseits will sie aber auch gar nicht so wirklich wahrgenommen werden und am liebsten auch abtauchen und verschwinden und einfach das tun, was sie will. Aber das geht eben immer nicht so einfach, weil jeder in ihrem Umkreis sagt immer, sie ist ja Kaiserin, sie muss repräsentieren, sie hat wichtige Aufgaben, sie muss einfach nur repräsentieren. Und das ist auch das nächste Problem, das sie hat, weil sie eben ja nur noch so quasi das schöne Beiwerk vom Kaiser ist und auch gar nicht mehr in diese politische Lage eingebunden wird und auch Franz ihr das mehr oder weniger verbietet und sie soll sich dann nicht einmischen. Es tut mir leid. Immer wenn ich was Sissi oder wenn ich mit Sissi und Franz rede, habe ich immer diese Bulli-Brille, Sissi, Franz im Kopf. Und es ist ja. Ich kann nichts anderes mehr denken gerade, aber es klingt irgendwie sehr deprimierend. Also es klingt, ja, sie hat damit sehr vielen zu kämpfen. Und ich muss auch sagen, also das hat auch, finde ich, sehr viel mit der jetzigen Zeit zu tun, weil es ja heutzutage den Models und Schauspielern ähnlich geht. Sobald die nicht mehr irgendwie in Social Media stattfinden, kriegen sie die Krise, machen Schönheitsoperationen und noch und nöcher. Also das war damals genauso arg wie heute. Und das Schöne ist auch, also man merkt auch nur die ganze Medizin, die wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Also wie die in den Krankenhäusern und in den Anstalten die Patienten behandeln, das könntest du heutzutage nicht mehr vorstellen. Da gab es auch ein Bild, was auch, finde ich, irgendwie sinnbildlich für Sissi steht. Da war sie in so einem Bereich, wo eben, würde ich mal sagen, psychisch kranke Frauen sind. Und da war eben auch eine Frau, die war eben ans Bett gefesselt und auch noch mit so einer Art Käfig umrandet. Also sie konnte sich halt wirklich nicht bewegen und nicht wehren. Und ich denke, Sissi hat sich halt auch zum Teil so eingeengt gefühlt. Also entweder auch durch so einen Käfig oder eben auch durch diese Corsage, durch das Korsett, das sie immer tragen musste, um ja eine schmale Taille zu haben.
Verstehe, deswegen auch der Titel. Das macht Sinn. Also das ist ja dann doch mehrdeutig. Ja, und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass der Film auch immer wieder so mit dem Stil gebrochen hat, weil es war dann ab und zu gab es immer so, wurden die Szenen durch mehr so Popmusik unterlegt. Und es gab auch immer wieder so im Hintergrund oder so im Szenenbild dann auf einmal Utensilien, die man eigentlich nicht in diese Zeit verortet. Sowas eben wie wie Putzutensilien und ein Wischmopp oder so ein Wandtelefon an der Seite. Ah, Wandtelefon zur Seite, das steht in meinen Geschichtsbüchern auch drinnen. Mhm. Und also ich kann jetzt nicht sagen, der Film hat Spaß gemacht, aber er war interessant. Es war wirklich mal eine Sichtweise auf Sissi, die dann wahrscheinlich durchaus auch realistisch ist. Also realistischer als wie, womit ich aufgewachsen bin, mit diesen alten Romy Schneider-Sissi-Filmen, wo alles ja heile Welt gewesen ist. Und da macht der Film eben nochmal einen ganz anderen Blick. Und zum Ende hin, muss ich sagen, wird dann die Regisseurin auch in der Historientreue immer etwas ungenauer und es passieren halt Sachen, die halt in echt nicht passiert sind. Aber ja, es ist, wie gesagt, ganz interessant, vor allen Dingen eben auch zu sehen, dass heutzutage noch die gleichen Probleme herrschen wie damals, dass halt einfach auch eine Frau nicht nur eben schönes Beiwerk sein kann, sondern halt auch eben zu mehr Verantwortung oder zu höheren Sachen auch berufen ist. Und ja, finde ich halt durchaus auch was Aktuelles. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Dann werde ich da vielleicht mal reinschauen, wenn ich den im Kino erwische oder so. Klingt auf jeden Fall nach was, was mich interessieren könnte. Aber ja, also gut, Therese. Ich glaube, wir machen das jetzt wirklich, oder? Ja, ich glaube, wir müssen es. Okay, gut. Wir haben es so lange hinauszögert wie möglich, aber ich glaube, es hilft nichts mehr. Was muss, das muss. Ich höre es im Backstage-Bereich auch schon scheppern da. Ich glaube, das muss es sein. Okay, tief durchatmen. Na gut. Hi, Stu, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Hallo, Theresia. Hallo, Volksverräterin Katharina. Also echt, als Österreicher nicht mit Sissi anzufangen, ist ja wirklich wohl also ein Armutszeug des Sondergleichen. Also das ist ja also barbarisch. Also nicht, dass ich Österreich-Fan bin, aber selbst sowas wie dich hat Österreich nicht verdient. Autsch! Also, es ist ja also ein Skandal. Also ich weiß, mir fehlen die Worte. Ja, wirklich. Das ist gut, dann kannst du gleich wieder gehen. Er muss vorher doch noch über was sprechen, was er sich angeschaut hat. Also es hilft halt alles nichts, Kathi. So ein Scheiß, ich dachte, wir können schnell wieder los. Ja, ich habe die neue Netflix-Serie King of Songs gesehen, die war ganz gut. Ja, okay, ciao, ciao. So, dann. Nein. Also, wie gesagt, das Du hat die Serie King of Songs gesehen, die jetzt bald auf Netflix läuft und. Bittest du, deine Bühne. Ja, King of Stones ist die neue Serie der Bild- und Tonfabrik. Die haben früher unter anderem diese Böhmermann-Sendung gemacht, aber auch für Netflix How to Sell Drugs Online Fast. Und die beiden, ja, ich würde sagen, Showrunner der neuen Serie King of Stones sind Philipp Kersbohrer und Matthias Moormann. Und die haben auch bei How to Sell Drugs mitgearbeitet, waren da, glaube ich, auch in führenden Positionen tätig. Und worum geht es? Im Prinzip ist es der Wirecard-Skandal, satirisch und leicht fiktionalisiert aufbereitet. Im Fokus steht ein ehrgeiziger junger Mann namens Felix, der ist bei der fiktiven Firma Cable Cash durchaus zu einer Führungsposition gebracht hat und sein Job besteht quasi darin, dem größten wahnsinnigen Chef namens Magnus immer so ein bisschen auf die Finger zu schauen, weil Magnus leider zwar, die oberste Führungspersönlichkeit ist, aber ein sehr großes Talent dafür hat, alles mit dem Arsch einzureißen. Und in 6 Folgen, 45 Minuten, wird halt eben erzählt, wie Felix es versucht, diese Firma am Laufen zu halten und natürlich auch, wie sie versuchen wollen, diese Firma an die deutsche Börse zu bringen und wie diese ganzen Betrügereien um die Firma herum funktionieren. Es gibt ein bisschen Mafia, es gibt ein bisschen Diebelei, es gibt ein bisschen Journalismus, alles natürlich satirisch unterbaut und durchaus unterhaltsam. Und wie realitätsnah ist das jetzt an dem Wirecard-Skandal? Also das ist sehr, sehr fiktionalisiert, oder erkennt man da eindeutig die Parallelen? Also es ist schon sehr fiktionalisiert. Es läuft auch nicht 1:1 so ab wie bei Wirecard, aber alleine so wie dieses
Firmenlogo von Cable Cash aussieht, da erkennt man schon sehr, sehr deutlich den Wirecard. Und wenn man sich damit ja ein bisschen befasst hat, es gibt ja von Sky eine sehr sehenswerte Dokumentation darüber, wurde, glaube ich, hier auch schon besprochen, da merkt man schon wirklich, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, ohne sich aber jetzt zu pedantisch an, ich nenne es mal, der Vorlage heranzutasten. Und ist das dann alles dort, also mit der Satire sehr übertrieben, oder ist das gut schaubar? Manchmal ist es ja wirklich dann so over the top, dass man sich so denkt, so, was tut sich, oder ist es wirklich gute Satire? Also, die Satire ist schon sehr überspitzt. Trotz allem immer so eine gewisse Wahrhaftigkeit liegt dem zugrunde. Und wer How to Sell Drugs gesehen hat, der weiß, wie die Bild- und Tonfabrik arbeitet. Also es wird viel mit Schnitten gemacht, mit kleinen Einspielern und kleinen visuellen Gags. Das findet man hier auch bei King of Stonks zur Genüge. Der Nachteil, würde ich sagen, das ist jetzt ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, ist, es sind 6 Folgen, also es ist eine Miniserie, sie gilt als abgeschlossen nach 6 Folgen und pro Folge muss man so 45, 50 Minuten investieren und ich muss sagen, mir waren ein paar Folgen tatsächlich auch ein bisschen zu lang. Ich habe sie relativ in einem Rutsch geguckt, das war vielleicht auch ein Fehler. Ich glaube, dass die besser wirkt, wenn man sich zwischen 1, 2 Folgen mal so einen Tag Zeit lässt, weil ansonsten ist dieses, ja, es ist diese Beschallung, nenne ich es mal, dann doch ein bisschen viel. Okay. Aber es klingt ja sonst, abgesehen davon, ja eigentlich, also es wäre eine echt gute Serie geworden mit einem eigentlich auch sehr wichtigen Thema. Durchaus. Sie hat halt nur das Problem, was so Geschichten über Betrüger eigentlich immer haben, sei es jetzt Wolf of Wall Street oder diesen Netflix-Film Betonrausch. Es wird halt immer nur auf die Täter geguckt, aber niemals auf die Opfer, also auf die Leute, die da wirklich teilweise ihr ja hart verdientes Geld drin verloren haben. Auf die wird halt nie geschaut. Das finde ich immer ein bisschen, ja, scheiße, um es mal so auszudrücken. Nichtsdestotrotz, King of Stonks zeigt halt eben, dass Deutsche aus Deutschland auch wirklich nicht vielleicht innovative, aber wirklich sehr gute Serien kommen. Und deswegen kann ich die mit ein paar Einschränkungen durchaus empfehlen. Ja, das klingt ja alles sehr vernünftig. Therese, hast du noch Fragen, oder? Nee, also ich habe mir auch nur eben beim Durchlesen, worum es in der Serie geht, gedacht, okay, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Wolf of Wall Street, aber jetzt hast du es ja eh schon erwähnt gehabt. Von daher, also ich bin gespannt, vielleicht riskiere ich bei Netflix mal einen Blick in die Serie. Kannst du gerne tun. Danke für den Tipp. Meine Erlaubnis hast du. Und das soweit sind wir schon. Sehr großzügig. Ja. Dann dankest du, ja. Oder? Also, du sagen? Ja. Auch ich wollte noch insgesamt gebe ich 3 Theresias und 0,5 Katharinas. Das. Okay, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Das wäre mal schon zu Bewertungen degradiert, verstehst du? Es ist. Na gut. Dann auf jeden Fall dankest du für deinen Einblick in die Serie. Ich hasse dich auch, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Und wir, bevor wir jetzt zu den anderen Wortmeldungen aus der Redaktion kommen, sprechen wir auch schnell über den Film, den ich die Woche gesehen habe, nämlich Rifkin's Festival, eine Komödie von Woody Allen. Und zwar geht es um Mord, der mit seiner Frau, die in irgendeiner PR-Agentur arbeitet und dort so einen jungen, aufstrebenden französischen Regisseur vertritt, auf ein Filmfestival mitfährt. Und er ist halt ein scheiternder Romanautor, obwohl er noch nie einen Roman geschrieben hat im Prinzip in seinem Leben. Aber es wird wahrscheinlich auch nie dazu kommen, sagen wir es so. Und er hat halt die starke Vermutung, dass seine Frau mit diesem Regisseur, den er vertritt, eine Affäre hat. Und deswegen fährt er auch auf dieses Festival mit. Und dieser ganze Aufpasser. Ja, im Prinzip. Und dieser ganze Stress und was auch immer dort ist, dann bekommt er irgendwie Herzprobleme und geht zu einem Arzt, der von einem Freund empfohlen wird. Wie sich herausstellt, ist der Arzt eine Ärztin und wie herausfindet, ist deren Ehe auch nicht so prickelnd zur Zeit. Mhm. Und ja, dann passiert halt das, was man sich denkt, was passiert. Und ja, was soll ich sagen? Der Film war stellenweise echt interessant, weil es gibt immer wieder so Tagträume oder wirkliche Träume oder Gedanken, die eben Mord hat, die dann im veränderten Bildformat in Schwarz-Weiß dargestellt werden, ne? Damit ist eine gute Abgrenzung von dem halt, was wirklich passiert und was in seinen Gedanken oder seinen Träumen passiert, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob nicht all das, was auch so passiert, nicht auch alles irgendwie
doch nur seine Wahrnehmung ist. Weil man ist eigentlich so, ich sage jetzt mal, 98% der Zeit nur beim Mord dabei. Es gibt ein paar wenige Szenen, wo man nicht, die Kamera nicht dem Mord folgt. Aber es gibt eben so Szenen, wo er sich dann mit dieser Ärztin unterhält und sie einfach einschläft. Und ich war mir jetzt nicht sicher, ob sie einfach wirklich eingeschlafen ist oder ob sein Selbstbewusstsein einfach nur so niedrig ist, dass er glaubt, dass er die ganze Zeit langweilt und dass er deswegen glaubt, sie ist eingeschlafen. Ja, und sie versucht dem Ganzen zu entkommen und tut so, als wäre sie eingeschlafen. Genau, genau. Also es klingt für mich, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht so viele Woody Allen-Filme gesehen. Also es klingt mir so nach einem klassischen Woody Allen-Film, wo halt immer so eine Art Verlierertyp mit vorkommt. Genau, das ist auf jeden Fall. Und das, also meine These mit dem, dass ich nicht weiß, ob es jetzt seine Gedanken sind oder nicht, was auch dazwischen passiert, wird auch da unterstrichen, dass wenn, also der Film war auf Englisch mit deutschen Untertiteln und wenn die Ärztin Spanisch spricht, dann ist es nicht untertitelt, weil er das ja im Prinzip auch nicht versteht. Und ja, und es ist halt auch dieser, wie du schon sagst, der Mord ist halt ein kompletter, ich sag jetzt mal, Loser-Typ, der irgendwie meint, es ist besser, halt gar nichts zu machen, als zu scheitern. Und wenn man nicht gleich in die obersten Sphären kommt mit seinem ersten Buch oder ersten Film oder was auch immer, dann zahlt es sich gar nicht aus, dass man anfängt und so. Und da ist halt dieser Regisseur dann das komplette Gegenteil von ihm halt. Der ist halt selbstbewusst und charmant und was weiß ich. Und Christoph Waltz hat eine sehr interessante Rolle, die ich sehr mochte. Das war so als der Highlight, man hat jetzt einen Film. Und ansonsten, ja, also ich denke, wenn man Woody Allen Filme mag, kann man da gerne mal reinschauen. Er dauert auch nur 1,5 Stunden, da verschwendet man jetzt nichts damit, aber ich glaube auch nicht, dass man den gesehen haben muss. Also ist ganz nett, und wenn man sich auf sowas einlassen will, gerne, aber ist, glaube ich, auch nicht für jedermann was. Ja, also wie gesagt, ich habe nicht viele Woody Allen-Filme gesehen, deswegen will ich mich da nicht zu sehr hinauslehnen, aber ich glaube schon, dass es eine spezielle Art von Film ist und man schon auch ein Faible für diese Art von Filme braucht. Ja, also ich muss sagen, also auch so, was das noch hergibt, also Christoph Waltz ist so schon wenig wie Steve Guttenberg spielt noch mit, Richard Kind, also wer die Kollegen auch mal wieder gerne für Leinwand sehen darf, glaube ich, kann man den Film auch gerne anschauen. Ich glaube, der Film spielt da in Spanien, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, vielleicht haben wir dann auch noch ein paar von Spanien mit dabei. Genau. Ja. Na gut, dann war's das für diese Woche, glaube ich. Ich mache jetzt noch ganz schamlos Eigenwerbung, nämlich könnt ihr uns auf Insta folgen unter Telestammtisch oder auf Twitter oder uns auf Spotify folgen und bewerten. Das würde uns sehr freuen. Und es kommen jetzt noch zwei Einspieler, nämlich einmal von Liebesdings, dem neuen Film von Elias Mbarek. Da hat sich der Paul den Kenny geschnappt und ihn dazu befragt. Und dann haben die Lieder und der Till noch einen Einspieler zu Willkommen in Sieghaltkirchen aufgenommen, den höre ich jetzt auch noch. Ich bedanke mich bei dir, Theresia, dass du mal wieder das mit mir hier durchgestanden hast. Ja, danke, gerne wieder. Mal schauen, wie es nächste Woche ausschaut. Genau. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Liebesdings heißt der neue Film mit Elias Mbarek, und ob Kenny eine ähnliche Beschreibung dieses Films finden wird, wenn er seine Meinung kundtut, das erfahren wir hier und jetzt, denn Kenny hat den Film gesehen und er ist bei mir. Hi! Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, mein kleiner Lieblingsschatz-Dings. Worum geht es denn in Liebesdings? Marvin ist ein erfolgreicher deutscher Schauspieler, gespielt von einem erfolgreichen deutschen Schauspieler namens Elias Mbarek. Und der Film beginnt damit, dass man quasi am Set ist und man merkt halt, er ist frustriert, er ist ein bisschen genervt von der ganzen Lebenssituation, ihn kotzt das alles an, wie er behandelt wird, wie er nur im Rampenlicht steht und keine eigene Privatsphäre hat. Und dann gibt es einen Tag, wo ihm ein Eklat passiert. Und dann gibt es einen riesengroßen Shitstorm und alle seine ganzen Filmrollen, die er hat, werden gecancelt und alle seine Deals, die er so hat, werden gecancelt. Niemand will was mit ihm zu tun haben und er muss dann quasi erstmal eine Weile abtauchen. Und dabei passieren so gewisse Sachen und er trifft dort auf die Theaterschauspielerin Stand-Up-Komödiantin Frieda. Und dabei kommt es zu diversen Auseinandersetzungen, weil die beiden da doch ein bisschen unterschiedlich sind, aber auch doch was gemein haben. Was würdest du sagen? Für mich klingt das jetzt wirklich auf den ersten Blick nach einer, und es tut mir ja selbst leid, immer diesen Begriff zu sagen, nach einer typischen deutschen
Komödie. Tatsächlich fehlt mir das Komödiantische in diesem Film. Nicht mal das. Also dafür, dass es, ja, ich glaube, er will komisch sein, aber er schafft es nicht so richtig. Also fangen wir damit an, dass Theater 3000 eine Rolle in diesem Film spielt. Es ist quasi ein kleines privates Theater, wo diverse Sachen stattfinden, wie zum Beispiel auch ein regelmäßiger Stand-up-Comedy-Abend. Und da gibt es auch viele Leute, die dann in diesem Theater quasi Teil sind, eine total diverse Gruppe. Und die machen halt einen Comedy-Abend. Und dann hast du halt Schauspieler, die auf der Bühne stehen und zu einem imaginären Publikum eine Stand-up-Vorlage geben. Bin ja am Stand-up ein bisschen drin, ich gucke mir das gerne an. Ich war erst letztes Wochenende wieder bei zwei diversen Stand-up-Shows in Leipzig und das Problem ist, das funktioniert nicht so richtig. Also man sollte wirklich nur Stand-up-Komödianten auf die Bühne lassen, die damit Erfahrung haben und nicht Schauspieler Stand-up-Komödianten spielen lassen. Gibt ein paar Situationen, die witzig sind, aber es fehlt mir ein bisschen zu sehr das Komödiantische, als dass ich es eine Rom-Com nennen könnte. Okay, dann weiß ich nicht, ob da überhaupt noch was übrig bleibt für mich jetzt von diesem Film. Was würdest du sagen? Kannst du so eine bestimmte Zielgruppe ausmachen, für die dieser Film am ehesten gemacht ist? Also dieser Film ist ultra feministisch. Dieser Film drückt dir das Thema LGBTQ+ direkt ins Gesicht. Ich bin dem Ganzen zugetan. Ja, das heißt, ich renne auch zum CSD und alles, bin für die ganze Sache offen. Aber selbst ich merke diesen Beigeschmack dieses Films, dass dieses mit Druck versucht wird, euch zu sagen, das ist die einzig richtige Denkweise. Für mich ist das okay, weil ich bin dem ja zugetan. Weil prinzipiell der Film selbst, der Gedanke dieses Films ist gut. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht zu Ende gebracht wurde. Also wahrscheinlich gibt es noch einen Haufen Szenen, die rausgeschnitten wurden. Es gibt ein paar kleine Nebenhandlungsstränge, die nie richtig auserzählt werden. Da fehlt einiges. Gibt es denn noch irgendwas Positives, was du jetzt noch anmerken möchtest? Prinzipiell finde ich das Spiel von allen Schauspielern sehr gut. Und er ist halt sehr überspitzt. Zum Beispiel, wie die Medienmenschen dargestellt werden. So. Klingt auf jeden Fall so, als würde der Film sehr, sehr viel mit Überspitzungen arbeiten. Vielleicht für Leute, die diese Art der Comedy oder mit dieser Art der Comedy was anfangen, wenn es auch dann vielleicht nicht ganz so bissig klingt, was du jetzt hier erzählst. Ich muss sagen, ich bin auch nach dieser Erzählung nicht besonders gespannt auf diesen Film. Aber vielleicht für die Elias Mbarek-Fans unter euch Zuhörenden ist es vielleicht ein Gang ins Kino wert oder zumindest ein Blick in den Trailer. Kenny, vielen Dank, dass du deine Meinung zu diesem Film geäußert hast. Ja, sehr gerne. Danke für die Zeit von dir, dass du mich interviewt hast. Und damit gebe ich jetzt weiter in die Shots und sage tschüss. Tschüss. Hallo, liebe Zuhörende hier beim Tele-Stammtisch. Wir haben für euch wieder eine neue Folge mit spannenden Filmkritiken mitgebracht. Und diesmal sagen wir nicht nur willkommen, wir sagen willkommen in Siegheilkirchen. Das ist nämlich der neue Film von Markus Rosenmüller. Und ich bespreche den nicht alleine, sondern mit dem Till. Hallo Till. Moin. Dann erzähl uns doch mal, was in Siegheilkirchen so los ist und worum es da eigentlich geht. Es geht um den Rotz oder Rotzlöffel, der Sohn eines Gastwirts, der im Zweiten Weltkrieg wohl einen Arm verloren hat. Und es spielt in den 60ern, 70ern ungefähr in Österreich. Wir befinden uns in so einem streng katholischen Dörfchen mit unserem Protagonisten, der ziemlich struggelt mit seiner Pubertät. Dazu steht er noch auf seine Nachbarin. Es geht darum, dass diese Nachbarin große Brüste hat und die malt er. Er malt leidenschaftlich gerne, dann verkauft er mit seinen Freunden diese gemalten Bilder, fliegt damit auf die Fresse und dann geht es halt weiter. Mit den Problemen der Jugend deutlich überspitzt und schwarzhumorig und so weiter und so fort. Gemischt mit Rassismus. Ja, auf den Rassismus und die ganzen anderen Ismen darin kommen wir noch ein bisschen nachher zu sprechen. Muss man, aber ja. Diese Grundidee, dieses Animationsfilms, die ist nicht ganz dem Markus Herr Rosenmüller aus seinem Kopf entsprungen, sondern basiert auf den Comics von einem sehr bekannten österreichischen Comic-Künstler. Und ich sage jetzt mal, auch wenn ihr den Namen nie gehört habt, die Comics selbst habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen, von Manfred Deichs. Und der hat einen sehr wachsenden, aber auch oft übergriffig mit Rassismus, Sexismus, Transphobie, Homophobie, alle möglichen vermischten Humor, der in diesen Animationsfilmen in gewisser Weise auch einfließt. Und die Handlung ist auch nicht einfach nur so willkürlich erfunden. Sie ist nachempfunden dem Leben dieses Manfred Deichs. Der Film ist kein Biopic, aber stark inspiriert ist die Jugend von dem Rotzlöffel, der oder Rotzbub bewusst, ja ohne direkten Namen bleibt, von der Jugend von Manfred Deichs. Ja, möchtest du jetzt vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, was du sagtest, Rassismus und so weiter?
Bilder, was wir da an dem Ort haben oder im Film? Hauptsächlich geht es dann noch darum, dass, und ich benutze jetzt das Wort, wir benutzen das heutzutage nicht mehr, das wurde ja gestrichen aus allen möglichen Regularien. Es geht um eine kleine Zigeunertruppe, die wird dort so genannt. Also sind halt in der Nachkriegszeit, mittlerweile nennt man es ja nicht mehr so. Es gibt da ein paar, also auf jeden Fall zwei Dorfbewohner, die finden das richtig ätzend und die feiern auch den Hitlergruß noch und sind eher so ein bisschen pro Adolf, nenne ich es jetzt mal. Die haben es ein bisschen auf die Außenseite in Anführungsstrichen abgesehen und möchten dann am Ende gerne das Lager bzw. die Fahrzeuge in die Luft sprengen. Und weil die alle Kriegserfahrung haben und basteln sie sich halt da ihren Sprengstoff. Und das fließt ganz, ganz, ganz viel da auch mit ein. Also auch das, was man so in der Bar miterlebt, die der Vater von dem Rotzbub dort besitzt und dort Wirt ist, da wird sich viel auch drüber unterhalten, mal lauter, mal leiser. Und es gibt eine kleine, doch erstmal einseitige Romanze zwischen dem Rotzbub und, ich habe ihren Namen vergessen, der Tochter. Mariolina. Mariolina, genau. Ja, und als er die sieht, ist er im siebten Himmel. Und auch schwierig. Sehr schwierig. Weil auch da kommt es wieder, ja, seine Zeichnungen drehen. Er dreht sich selber einen Strick draus, dass er am Anfang diese Zeichnung seiner Nachbarin gemacht hat, sage ich es mal so. So sieht es aus. Und wie würdest du nun sagen, geht der Film mit diesem Thema Rassismus oder in dem Fall könnte man auch vielleicht eher sagen Xenophobie. Es geht hier gegen die, die im Ort als fremd empfunden werden, die da definitiv nicht sein sollen. Und Rassismus spielt natürlich auch mit rein. Und natürlich dieser ganze Alt-Nazitum, was da rumwabbert. Wie geht der Film damit um? Fandest du das gelungen? Ist das satirisch? Übernimmt der das? Also es schwingt so, manchmal ist auch so ein gewisser ernster Grundton da. Gerade wenn sich die beiden gegen die kleine Außenseitertruppe agieren, wenn die untereinander sind, dann wirkt es doch oft recht ernst, aber ansonsten ist es alles völlig, völlig überzogen. Nicht völlig überzogen, sondern auf jeden Fall satirisch und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das falsch verstehen kann, aber es könnte sein. Aber es ist alles, kriegt einen relativ dicken Stempel mit, guck mal, wir meinen das wirklich alles nicht so ernst. Ja, es ist definitiv ein sehr grober, aber doch klar zu erkennender, ja auch gerade dadurch nicht misszuverstehender Humor. Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Film in der Richtung, in der ich auch mit Manfred Dykes Comics bereits von Anfang an Probleme hatte. Er kritisiert einerseits Rückständigkeit, Intoleranz, Rassismus und diesen ganzen Klerikalismus, der ja auch in Österreich gerade 60er, 70er oder in der BRD extrem ausgeprägt war. Aber er übernimmt auch Vorurteile oder bedient sie. Und das macht, freiwillig oder nicht, leider auch dieser Film. Und wir sehen das gerade in der Darstellung der Roma. Die sind sexualisiert, eines der Hauptklischees, was gerade Roma-Frauen betrifft. Die sind von Carmen über Esmeralda immer sexy. Oder das Love Interest, das trifft hier auch auf die Roma-Frauen zu. Sie klauen. Die klauen hier auch im Film. Und das nächste ist dann, sie sind mega temperamentvoll. Das sind die drei Hauptklischees, die der Film alle bedient. Das heißt, er ist zwar eindeutig gegen Gewalt und steht eindeutig auf der Seite dieser Leute und assoziiert sich dann auch mit dem Rotzbub, der überlegt, wie er denen dann behilflich sein kann, als es im wortwörtlichen Sinne brenzlig für die wird. Aber trotzdem bedient er gerade diese gängigen Vorurteile, die die Leute nun mal haben. Und ähnlich sieht es mit dem Frauenbild aus. Ja, das finde ich auch. Ja, es ist schwierig. Er will zeigen, okay, das ist nicht in Ordnung, hört auf mit Rassismus und stempelt doch eure Frauen nicht alle so ab, aber gleichzeitig geht er nicht so feinfühlig daran, wie andere Filme, die in die Richtung gehen. Das stimmt schon. Ein anderes Problem, das ich damit hatte, ist eben, dass der Film dem Zuschauer, gerade dem Zuschauer, es zu leicht macht, sich mit der positiven Figur zu identifizieren. Das ist eben eindeutig Rotzbub, der am Ende so eine Art politisches Erwachen hat und sieht, Moment mal, hier, was diese Alt-Nazi-Generation macht, ist wehen quasi schon die 68er ein bisschen in den Ort und er merkt, das ist nicht in Ordnung, ich will in eine andere Richtung gehen und nicht einfach nur deren Geisteshaltung, deren Intoleranz und Bigotterie übernehmen. Da macht er es dem Zuschauer zu einfach, sich als derjenige zu spiegeln, der eben nicht so ist. Anstatt einem einen Spiegel vorzuhalten, der was Unangenehmes zeigt und zu sagen, guck mal, so intolerant sind wir, so vorurteilsbelastet oder wie auch immer, sagt er wieder, ja, aber wir waren ja zum Glück nicht so. Das ist ganz, ganz ausgeprägt beim deutsch-österreichischen Film und ist mir sehr übel aufgestoßen. Also so ganz, ganz übel habe ich es jetzt nicht bemerkt, aber ich weiß, was du meinst, dass das irgendwie, dass der Umgang damit schwierig übertragen ist für uns oder schwierig zu übertragen ist auf das, was da irgendwie gezeigt wird, na, was wir im Endeffekt denken sollen oder ob wir uns reinfühlen können. Das fand ich
Ich habe das alles gar nicht so, auch das alles, was der Rotzbub erlebt hat, auch gar nicht so verinnerlichen können. Irgendwie war das ganz, ganz schwierig greifbar. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ja, ein schwierig greifbarer Film, auch in dem Sinne, dass er so ein bisschen zwischen Kinder- und Erwachsenenfilm pendelt. Wir haben da einige Szenen, die sehr kindlich naiv wirken und einen ganzen Handlungsstrang, diese kleine Romanze, die wie aus einem einfachen deutschen Kinderfilm gemacht wird, und dann wieder viele Szenen, die ganz klar ein erwachsenes Publikum ansprechen. Insofern müsst ihr euch überlegen, inwiefern das nach eurem Geschmack ist. Gut, wie viele Comichefte von 5 gibst du diesem Film denn jetzt? Ja, ich schwanke zwischen 2,5 und 3. Momentan bin ich noch bei 3, aber jetzt, da du noch so ein paar Aspekte mit reingebracht hast, wo ich nicht so drüber nachgedacht habe, vielleicht eher 2,5. Ja, ich hätte so zwischen 2,5 und 2 geschwankt. Also würde ich dann wahrscheinlich eher sagen 2, weil ich nicht wirklich mit diesem Film zufrieden war, auch wenn er passabel ist und jetzt keinen Anlass zu wirklichem Ärger bietet. Aber ihr könnt euch euer eigenes Urteil bieten. Wie gesagt, am 7. Juli startet Willkommen in Sickerkirchen von Markus H. Rosenmüller im Kino. Und was es vielleicht noch Besseres dort gibt, das erfahrt ihr natürlich hier am Telestammtisch. Ich bin Lida und überlasse das letzte Wort und die Verabschiedung dem Till. Ja, vielen Dank. Ich habe nichts hinzuzufügen. Es war sehr schön, hat viel Spaß gemacht. Einen schönen Tag und Abend, was auch immer. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.